Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Giant Fun Vlog. Der Kanal rund um das Thema Kirmes, Freizeitpark und Eventgastronomie. Ihr seht, ich stehe heute hier am Domdänzer von Robert Raschen. Absolutes Kultfahrgeschäft auf dem Dom. Und ja, ihr werdet heute exklusive Einblicke bekommen im Rahmen einer Backstage-Reportage. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach los und es ist Time for Fun. Herzlich willkommen zurück. Ja, ich stehe jetzt hier bei Robert Rasch. Hi Robert, grüß dich. Herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. Und bei Lukas Glessmann. Moin. Moin Lukas. Ja, schön, dass ich bei euch heute sein darf. Und ihr werdet uns sozusagen den Zuschauern und mir hier exklusive Einblicke am Domdänzer vermitteln. Und ich muss sagen, ich habe mich da super drauf gefreut, weil der Domdänzer ist natürlich absolut Kult hier auf dem Dom. Ne? Und man sieht es auch auf Instagram, TikTok. Ihr habt echt immer extrem viele Klicks. Und ich bin auch mal gespannt, woran es liegt. Ich bin bis jetzt, wie gesagt, noch nie am Domdänzer gewesen. Und ich glaube, das werde ich auch erst im Laufe dann der Reportage dann erfahren. Ja, ich würde sagen, wir ziehen mal auf die Platte. Sehr gerne. Lukas, was mir als erstes aufgefallen ist, ist dieser rote Teppich. Ne? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Das habe ich bis jetzt noch keinem Breakdance oder einem Fahrgeschäft gesehen, dass man so aufwendig hier einen roten Teppich sozusagen aufbaut. Also ganz ein roter Teppich ist es ja nicht, aber das Ganze ist aus Kunststoff, fällt natürlich sofort ins Auge und hat hauptsächlich natürlich auch einen optischen Aspekt und zusätzlich, man hat natürlich nicht wie auf dem Hamburger Dom immer so schöne Untergründe. Da kann man sowas natürlich dann auch ganz gut mit abdecken. Ja, genau. Und ich sehe, ihr habt das Logo, ne? Hamburger Dom, auch die Verpflichtung sozusagen hier zur Heimat. Ne? Hier kommt der Domdänzer her. Ja, wir sind natürlich auch sehr stolz darauf, dass wir jedes Jahr immer wieder hier auf dem Dom stehen dürfen. Ist auch keine Selbstverständlichkeit. Auch wir müssen uns jedes Jahr hier wieder bewerben. Und ja, umso stolzer können wir natürlich sein, dass wir hier jedes Jahr immer wieder aufbauen dürfen. Ja. Und ich finde, bei so einem Breakdance ist ja auch immer so das Thema Fahrzeuge ein wichtiges Thema. Genau. Und ich würde sagen, dafür ziehen wir, glaube ich, mal hoch auf die Platte. Ja. Und kannst du uns mal erzählen, was da eigentlich für Fahrzeuge verbaut sind und wie die Ideen dann auch vom Design gekommen sind? Genau. Hamburg ist natürlich auch eine Fußballstadt, ne? Und ich weiß nicht, ob ihr seht, hinter uns ist das Stadion, das ist heute ein Fußballspiel und das ist schon eine komische Situation. Ne? Normalerweise ist der Domdänzer richtig rappelvoll, gerade ist hinten das Stadion voll und wir haben hier die erste Gondel, Lukas, was haben wir hier drauf? Genau, wir stehen natürlich genau gegenüber vom Millerntor-Stadion und da darf natürlich eine St. Pauli-Gondel nicht fehlen. Generell das ganze Gondelkreuz ist hier so ein bisschen auf Fußball ausgelegt, also wir haben hier St. Pauli, wir haben HSV, wir haben Dortmund und wir haben Bayern München. Ja. Das ist so das, wofür wir uns entschieden haben. Und ja, je nachdem sind natürlich unsere Gondelkreuz auf was Spezielles thematisiert. Ja. Hast du eigentlich auch eine Lieblingsgondel hier am Fahrgeschäft? Ja, Lieblingsgondel. Wir sagen immer, die Ferrari-Gondel ist die schnellste Gondel. Das ist auch gut. Ist natürlich nicht so, aber ist immer so ein Spruch. Ne? Ja. Vielleicht finde ich ja noch eine, die ich besonders gut finde. Ja. Die nächsten Gondeln sehen aus meiner Sicht so aus, ist aus meiner Sicht was für Motorradfans, oder? Ducati ist da so eine typische Motorradmarke. Genau, das Gondelkreuz ist so thematisiert auf den Motorradrennsport. Deswegen auch Ducati, Kawasaki, Harley Davidson, das sind so bekannte Sachen, die jeder kennt. Und ja, so haben wir das Gondelkreuz dementsprechend thematisiert. Ja, und die Kawasaki Ninja zum Beispiel, die ist ja legendär gewesen. Ich bin selbst damals Motorrad gefahren. Ich muss sagen, ich habe aufgehört, Motorrad zu fahren. Irgendwann war Kirmes dann doch aus meiner Sicht die sichere Wahl. Ja. Und fahre deswegen lieber Fahrgeschäfte inzwischen. Aber ich habe festgestellt, ich weiß nicht, ob ihr schon mal ist jetzt Schleichwerbung Tesla gefahren seid, wenn ihr so ein Model 3 Performance fahrt mit 3,3 Sekunden von 0 auf 100, das ist so ein bisschen wie Taron fahren. Ich hatte meine Testfahrt mit dem Model 3 und war dann im Phantasialand Taron fahren und dachte mir, was ist mit Taron los? Irgendwie fehlt die Beschleunigung. Ja. Weil wenn man einmal sich dran gewöhnt hat, diese Beschleunigung, ist das schon fantastisch. Auf jeden Fall. Ja. Ja, Lukas, und wisst ihr was? Ich habe meine Lieblingsgondel, glaube ich, gerade eben gefunden. Und dafür müssen wir mal gerade die Perspektive wechseln. Meine persönliche Lieblingsgondel ist tatsächlich die Gondel mit dem BMW-Logo drauf. Ich fahre tatsächlich
ebenfalls einen weißen. Ja, das passt. Und das passt perfekt. Also von daher werde ich heute Abend meine Mitfahrt auf jeden Fall hier auf dieser BMW-Gondel dann machen. Ja, und ich muss sagen, das ist auf jeden Fall gut, gut durchdacht. Ne? Wir haben jetzt hier vorne, das ist auch noch die Formel-1-Gondel, ne? Und vorne, da steht dann die schnellste Gondel auf dem Platz, die Ferrari-Gondel. Und wenn du mitfährst, wo setzt du dich meistens rein? Ah, ich habe eigentlich gar nicht so die Lieblingsgondel. Ich finde die Red Bull-Gondel ganz geil, weil ich selber auch gerne Red Bull trinke. Ja? Aber ansonsten, es macht wirklich in allen Gondeln irre Spaß. Es ist eigentlich egal, in welcher man fährt. Ja. Nee, das glaube ich. Und da vorne, da steht, glaube ich, die Lieblingsgondel von meinem Bruder. Und da lohnt sich auch nochmal drüber zu. Weil ich finde cool, viele von Autos, die man am Breakdance sieht, die sind ja einfach bunt bemalt und jeder hat seine Idee drin. Ich will nichts Schlechtes sagen, weil eigentlich hat jeder eine coole Idee, aber ich finde, das hier ist gut umgesetzt. Und, ja, wir haben tatsächlich auch ganz viele, die sagen, oh, ich will unbedingt in der Gondel mitfahren, weil das finde ich cool. Und ja, vor allen Dingen, ganz ehrlich, das ist auch wie so ein Markenzeichen, Wiedererkennungswert. Die Leute identifizieren sich ja damit. Ne? Ich identifiziere mich mit dieser Gondel und mein Bruder wird sich mit der Gondel, komm, wir gehen mal rüber. Die Wacken-Gondel ist auf jeden Fall die mein Bruder wahrscheinlich wählen würde. Der ist nämlich hier genau Fan davon. Und die haben auch selber eine Band gehabt, die gibt es inzwischen nicht mehr. Die haben nämlich auch genau diese Musik gemacht, die da in Wacken gespielt wird. Wo wir uns gerade hier die ganze Zeit unterhalten. Lukas, ist mir aufgefallen, hier sind ja jede Menge massig Moving Heads verbaut, oder? Auf jeden Fall. Also an Moving Heads scheitert es bei uns auf jeden Fall nicht. Wir haben echt einige verbaut. Die komplette Rückwand ist oben voll. Auf allen Lichtkörben ist einer platziert. Könnt ihr jetzt nicht sehen, aber auch hier vorne an unseren Lichtkörben sind überall Moving Heads platziert. Und da kümmert sich im größten Teil der liebe Sherwin bei uns aus dem Team drum. Der sitzt hier wirklich abends vorm Aufbau oder beziehungsweise nach dem Aufbau stundenlang, programmiert hier sämtliche Programme ein und sorgt dafür, dass hier abends wirklich richtig Party ist, geile Beleuchtung und das macht es auch aus. Ne? Weißt du was, Lukas, sollen wir da ein Gewinnspiel draus machen? Können wir gerne machen. Dann sagen wir, die Gewinnspielfrage ist, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wie viele Moving Heads sind am Dombenzer von Robert Rasch verbaut? Und der Gewinner, wir sagen, bis wann machen wir Ende April? Ihr könnt bis Ende April könnt ihr mitmachen beim Gewinnspiel, wenn es unten in die Kommentare, Ende April 2023. Und dann könnt ihr beim Sommerdom, kann der Gewinner dann sich den Fahrschip abholen. Auf jeden Fall. Mit seiner Partnerin zusammen machen wir ein bisschen spektakulärer. Und dann gibt es noch ein Video dann davon, würde ich sagen. Wie gesagt, mitmachen. Wie viele Moving jetzt sind verbaut? Ich kann euch schon mal so viel verraten, es sind mehr als 10. Ja. Alles klar, dann ziehen wir mal weiter hier. Apropos Thematisierung, ne? Das Ganze ist ja wirklich imposant umgesetzt. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Hinter uns steht drauf Give Me Fire als großer LED-Schriftzug. Und Lukas, ich weiß nicht, du kennst das Geschäft besser. Ich sehe, da oben sind so verschiedene Elemente von Hamburg, ne? So vom Hafen oder das Hamburger Wappen zum Beispiel drauf. Was finden wir noch an Elementen? Genau, also wir haben unsere Rückwand natürlich sehr auf Hamburg thematisiert. Also es ist was vom Kiez zu sehen, St. Pauli, HSV, große Freiheit. Also wirklich einiges auch zu entdecken. Und einer unserer Besonderheiten ist natürlich die integrierte Beleuchtung hier im Hintergrund. Das Give Me Fire, der Schriftzug abends wirklich richtig schön. Da haben wir noch zwei weitere, links und rechts, Just Dance zum Beispiel. Und das sorgt auch abends hier auf der Platte für eine richtig geile Atmosphäre. Ja, das glaube ich. Und apropos Atmosphäre, ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, hinter uns im Stadion geht es gerade wieder richtig ab. Ja, da wird ordentlich eingeheizt. Da wird wahrscheinlich jetzt gerade wieder Elfmeterschießen. Hört irgendwie, oder war eine brenzlige Situation. Gut, Lukas, dann, was mir noch aufgefallen ist, ihr habt insgesamt zwei Kassen hier, ne? Genau, das ist auch so eine Besonderheit. Wir haben auf dem Hamburger Dom immer zwei Kassen aufgebaut. Auf der linken Seite von uns, da befindet sich der Fahrstand. Und auf der rechten Seite befindet sich unser DJ. Das ist DJ Felix. Schöne Grüße an der Stelle. Schöne Grüße an DJ Felix. Ist übrigens schon seit 12 Jahren am Geschäft. Also damals bei Rüth hier schon in Gange gewesen. Ja. Echt eine treue Seele. Und sorgt hier abends echt für richtig geile Stimmung. Legt die geilsten Hits auf. Und auf kleineren Plätzen haben wir nennen sie die Disco. Ja. Die haben wir nicht mit.
Wir können natürlich aber da dann wählen, dass wir den Fahrstand zum Beispiel entweder nach links oder auch nach rechts bauen. Liegt immer daran so ein bisschen, wo ist der Stromanschluss, wie passt das am besten. Ja. Da kann man immer so ein bisschen nach wählen und wir achten natürlich drauf, von wo kommen die Leute. Wir haben es ganz gerne, wenn man aus dem Fahrstand die Leute sozusagen entgegenlaufen sehen kann. So kann man die Leute so ein bisschen ansprechen und mit den Leuten so ein bisschen arbeiten. Ein bisschen arbeiten dann, ne? Ja. Ja, super. Also gerade auch DJ ist natürlich echt eine tolle Sache. Und wie viel Uhr geht das los mit dem DJ? Der ist ab 18 Uhr hier und dann wirklich bis 24 Uhr geht der hier durchgehend Vollgas. Wie lange hat der Dom auf? Bis 24 Uhr. Ist ja wirklich lange, weil es gibt ja oft auch auf anderen Plätzen zwischen Diskussionen, ne, früher Schluss zu machen. Ja. Und der Dom, der gehört einfach zu Hamburg dazu. Ne? Den gibt es insgesamt viermal im Jahr, oder? Dreimal. Frühlingsdom, Sommerdom und Winterdom. Winterdom, ja. Und der geht 4 Wochen, glaube ich. Genau. Ne? Das sind immer 4 Wochen, 5 Wochenenden. Ja, Wahnsinn. Ja, alles klar, Lukas. Ich würde sagen, ja, wir zeigen euch noch die weiteren Impressionen und Highlights, die es hier zu sehen gibt. Eine weitere Erneuerung, die bei uns zum Winterdom letztes Jahr passiert ist, sind einmal die kompletten Riffelbleche hier vom Podium und auch genau das gleiche hier von der Radscheibe. Die sind zum Winterdom einmal neu gekommen. Und ja, auch in der Winterpause wurden zum Beispiel unsere Gondelkreuze einmal komplett überarbeitet. Ja, ist jetzt doppelt so viel an Beleuchtung reingekommen. Und ja, das seht ihr heute Abend dann in Action. Ja, das leuchtet schon echt bunt. Ja, ich muss sagen, man sieht ja auch, dass wirklich alles neu gemacht ist hier am Geschäft. Ja. Und gleich, wenn wir jetzt unter das Geschäft gehen, dann könnt ihr auch nochmal dann sehen, wie das Ganze im Detail aussieht. Ne? Genau. Ja. Wir haben uns ja jetzt schon quasi den Breakdance von oben angesehen. Ne? Und für die Zuschauer ist natürlich, also ich weiß, viele von euch finden das wirklich interessant, unter so einem Breakdance zu schauen. Und diese Einblicke, die bekommt man ja normalerweise nicht. Genau. Und Lukas, ich habe gesehen, ihr habt hier, sind das neue Planen oder? Genau, die Planen sind jetzt auch zum Frühlingsdom einmal komplett neu gekommen. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze von unten ausschaut. Dann würde ich sagen, ziehen wir mal rein hier, genau. Oder? Und los geht's. Das sieht ja wirklich auch imposant hier unten drunter aus. Und mir ist aufgefallen, auch dass der Mittelbau, der sieht ja auch quasi wie neu lackiert aus, oder? Genau, den Mittelbau haben wir jetzt über den Winter einmal komplett neu gemacht. Er wurde wirklich komplett einmal gesandstrahlt und neu lackiert. Alles einmal neu gekommen. Ja, und ich glaube, der Robert hat das alles selbst lackiert, oder? Genau, also alles weitestgehend, was wir machen können, machen wir natürlich selber. Und was wir nicht machen können, wird dann vom Fachbetrieb erledigt. Erledigt, na ja. Ja, und wir sehen jetzt hier, über uns ist so ein Elektromotor, ne? Der betreibt im Prinzip eins der Gondelkreuze. Ne? Wie viele Gondelkreuze haben wir? Wir haben insgesamt 4 Gondelkreuze hier am Breakdance. Das ist einer davon. Hier unten sitzt der Lüfter von einem von unseren Gondelkreuzen. Darüber sitzt dann der Elektromotor und darüber ist dann dementsprechend das Getriebe, was dann die Kraft ans Kreuz übergibt. Übertritt, ne? Ja, und ich glaube, das kann man sagen. Weißt du, wie viel Kilowattstunden ein so ein Motor hat? Das war das 7,5. Ich glaube 7,5, ne? Und haben wir, glaube ich, auch noch nie gesagt. Das ist natürlich auch jede Menge Power, die dahinter steht und damit man auch mal ein Gefühl dafür bekommt. Aber ich sag einmal, wenn man, wie viele Leute können mitfahren? 2 immer pro Gondel und 4 Gondeln haben wir an ein Kreuz. 4 mal 2 mal 32. 32 können mitfahren, genau. Ja, das ist dann meine eigene Aufregung im Video. In dem Fall bin die Outtakes rein. Ja, Spaß beiseite. Aber genau, aber im Prinzip, wenn so viele Mann drauf sind, ist es auch schnell wieder dann im Prinzip dann draußen. Ne? Genau. Ja, und auch das ist alles neu lackiert. Also der Breakdance, der sieht so aus, als wäre der gerade frisch bei Huss ausgeliefert worden. So kommt mir das auf jeden Fall vor. Genau, was sich viele natürlich auch immer fragen zum Beispiel, ist ja jetzt hier alles in Rot gehalten, warum ist der jetzt zum Beispiel unten grün lackiert? Oder der nächste, warum ist der gelb lackiert? Oder warum ist der rot lackiert? Mhm. Die Farbe, die das Gehäuse, das Lüftergehäuse unten hat, das hat das Gondelkreuz auch oben. Das ist dafür da, dass wenn wir wissen, zum Beispiel oben Gondelkreuz grün, hat irgendein technisches Problem, dann können wir das unterhalb der Platte auch direkt sehen, dass es hier dieser Antriebsmotor, so ist das für uns einfacher zu erkennen. Das ist ja gut durchdacht. Da muss ich noch mal drauf achten, wenn ich noch mal die Möglichkeit kriege, bei einem Breakdance unten drunter zu gucken, ob das da ebenfalls der Fall ist, ne, Lukas? Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, dann ziehen wir jetzt noch mal weiter rüber und da gibt es natürlich auch noch viel mehr Technik zu sehen. Genau. Ihr hört, es ist jetzt ein bisschen lauter geworden.
Das liegt daran, mir ist eben schon aufgefallen, Lukas, ihr habt hier neue Kompressoren eingebaut, ne? Genau. Das sind die neuen Kompressoren, das sind Flüsterkompressoren. Sprich, man hört das, die sind recht leise. Haben wir auch neu umgerüstet. Ja, auch einmal komplett neu gekommen. Ja. Vielleicht sagst du mal, wofür sind diese Kompressoren da? Genau, die Kompressoren sorgen halt für die Luftversorgung. Damit betreiben wir dann die Gondelbremsen, also um die Gondeln zu bremsen und ja, um auch auf die Platte zu bremsen. Ja, 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 das ist wichtig, weil das wissen auch die wenigsten. Im Prinzip, wenn die Kompressoren aus sind und man geht auf die Platte drauf, dann dreht die sich automatisch. Genau, das ist halt dadurch, dass sie so schräg steht, durch Schwerkraft würde sich das immer nach unten drehen. Wieder nach unten drehen. Dann. Genau. Und dadurch, dass das nicht passiert, wird halt die Platte gebremst. Wird die gebremst, oder? Ja, ja. Das ist wirklich spannend. Also gerade sieht auch wirklich cool aus. Also genau, wir haben hier unten auch extra Steckdosen, da ist auch eine Kontrolllampe in grün, da kann man sehen, ob das alles aktiv ist. Ja. Einmal alles ordentlich mit Halterung. Und ja, hier seht ihr dann auch schon die Luftanschlüsse. Haben wir auch überall einen Schutz drüber, damit da natürlich nichts kaputt geht, damit die Luftschläuche nicht beschädigt werden. Ja. Sodass das alles ordentlich verlegt ist. Ja, ist auch alles neu, ne? Alles genau. Neu, Stecker dran und so. Ist auch alles neu gemacht. So. Alle Kabel einmal neu. Ja, ja. Ja genau. Und das zeigen wir euch jetzt mal. Wir ziehen nochmal um. Das ist nämlich auch ganz interessant, weil ihr habt auch in der Winterpause das Ganze auf die aktuelle DIN 13 nach 14 umgebaut. Genau, ne? Das Geschäft wurde auf die DIN komplett umgebaut. 13 nach 14, sprich alle Kabel, alles was dazugehört, ist wirklich einmal neu gekommen. Haben wir im Zuge gleich mitgemacht, wo wir den Mittelbau gemacht haben. Und ich würde sagen, gehen wir mal rüber und dann zeige ich dir das mal. Dann schauen wir uns das an, ja. Genau. Genau, dann zeige ich euch mal den Elektrokasten, dass wir da mal einmal reinschauen. Genau, das ist jetzt auch einmal alles komplett neu gekommen. Dementsprechend dann für die neue DIN. Ja, die neue DIN-Norm ist auch wichtig, weil Sicherheit geht am Ende des Tages vor. Genau, das ist natürlich das Wichtigste. Der Spaß darf natürlich auch nicht zu kurz kommen, aber am Ende des Tages ist die Sicherheit der Fahrgäste natürlich immer an erster Stelle. An erster Stelle, ja, genau. Genau, hier auf der rechten Seite zu mir seht ihr auch schon eines von unseren vier Verteilern. Hier kann man das auch ganz gut sehen, ist beschriftet. Das ist jetzt zum Beispiel Verteiler 3. Und hier sieht man schon grün, also das ist das Gondelkreuz in grün, was wir eben gesehen haben, was ich euch gezeigt habe. Und hier sind dann dementsprechend auch die ganzen Umrüstungen für die neue DIN 13814 drin. Ja, ich glaube, das ist die Überwachung, ne? Für die... Genau, da drin befindet sich die Drehzahlüberwachung von den Gondelkreuzen. Und ja, das ist dementsprechend auch einmal alles neu gekommen. Und ja, da haben wir kleine Edelsteinkästen, wo das dann alles schön drin sich aufbewahrt. Das heißt, man kann quasi nicht mehr zu schnell fahren hier, genau. Wie Tempomat. Hier haben wir jetzt Lukas den Hauptantrieb, ne? Den habe ich schon mal gesehen bei Mario Wingender. Auch da super spannend, auch sich das mal anzugucken. Und mir fällt gerade noch was auf, hier wo ich so die Kamera halte, Lukas. Und zwar hier oben, ich zeige euch das mal, ja. Die sind nicht bunt lackiert. Woran liegt das? Ihr habt die Hauptausleger, ne? Die sind grau lackiert, aber warum habt ihr die jetzt feuerverzinkt? Genau, also die Ausleger, die zwischen den Hauptausleger liegen, die haben wir einmal komplett spritzverzinkt. Das liegt daran, weil beim Auf- und Abbau werden die Ausleger natürlich immer zusammengeklappt und dann hatten wir das Problem, dass sie immer wieder neu lackiert werden müssen. Ja. Und um uns die Arbeit zu sparen, haben wir das Ganze spritzverzinkt und ja, das hält jetzt für immer. Ja, ja, das ist cool. Genau. Muss ich sagen, finde ich gut. Und der Hauptantrieb, den können wir jetzt mal zeigen, ne? Genau. Den haben wir jetzt hier vorne sitzen. Hier sieht man auch ganz schön, weil das sieht man auch selten, ne? Das wird im Prinzip mit Keilriemen angetrieben. Mit Keilriemen angetrieben, ne? Genau. Also hier vorne im vorderen Bereich, das hat der Mario damals auch schon ganz gut erzählt, das sieht so ein bisschen aus wie ein Turbolader, ja. Ist aber tatsächlich der Lüfter vom Motor. Wir haben hier einen 35 kW Elektromotor, der das Ganze antreibt. Die Übersetzung erfolgt über Keilriemen hier im unteren Bereich und dann wird die Kraft sozusagen übersetzt ans Getriebe und dann wird das Ganze an den Drehkranz übergeben. Übergeben, ja. Ich glaube, Lukas, hier ist auch noch ein weiterer Wartungspunkt, ne, den du uns zeigen kannst. Genau, das ist so der Wartungsbereich für den Drehkranz. Hier sieht man auch ganz gut, hier ist eine Klappe. Hier unter uns liegt dann dementsprechend auch schon das Fett, wo dann wirklich jedes einzelne Zahnrad einzeln abgefettet wird. Naja. Genau. Und ich habe gelernt, man braucht gar nicht so viel Fett. Ne? Ich habe mir früher gedacht, man braucht nochmal einmalweise Fett. Ja, zu viel ist auch nicht gut, weil das fliegt dann natürlich auch alles wieder raus bei der Geschwindigkeit. Ja, das ist, glaube ich, ungefähr eine Tube oder so, die man, ja, kann man so sagen. Braucht. Dann, naja. Ich sehe, da vorne ist auch die Übertragung dann, die Kraftübertragung. Das geht ja über eine Kugel-Drehkranz-Verbindung. Ne? Genau. Und das wird auch jeden Tag abgefettet, ne? Genau, und das nehmen wir jeden Tag immer einmal auseinander, dann wird das Ganze immer schön abgefettet und ja. Wer gut schmiert, der gut fährt. Ja, so ist es. Alles klar, danke Lukas. Die
Musik, die ihr gerade im Hintergrund hört, ist noch nicht von der Kirmes, sondern nebenan ist das Stadion. Genau. Und da spielen die gerade Fußball und gerade ist ein Tor geschossen worden. Keine Ahnung wer, aber ja, könnt ihr mal nachgucken. Dann wisst ihr auch, warum wir das Ganze hier gedreht haben. Lukas, hier vorne sehen wir auch noch einen Teil von der Hydraulik. Ne? Ich glaube, das ist der Hydraulikverteiler und da ist ja richtig ordentlich Druck drauf. Ne? Ich sehe da 400 Bar kann der Schlauch maximal. Weißt du, welcher Druck da anliegt im Betrieb? Ja, also ungefähr 280 Bar liegt da ungefähr an. Muss man sich mal vorstellen, ne? Wenn ja. Man überlegt, wie viel das ist, was da an Druck reinkommt. Ja, ist natürlich auch alles schwer, also die Hydraulik hat auch zu arbeiten, dementsprechend muss die auch was abkönnen. Weißt du, wenn man den Notknopf drückt, ne? Wie schnell kommt das Geschäft zu stehen, weißt du das? Ja, wie schnell kommt das zum Stehen? Eine Umdrehung. Eine Umdrehung? Dann steht es auch. Geht, da ist ja viel Stahl, was bewegt wird. Genau. Ne? Ja. Und das ist schon. Also soll es natürlich auch sein, dass wenn mal was ist, dass man die Not ausdrücken kann und das natürlich möglichst schnell auch steht dann. Ne? Steht dann, ja. Ja, Lukas, wo sind wir jetzt gelandet? Ich glaube, das sieht ein bisschen komisch aus für euch, wenn ihr uns jetzt hier unten stehen seht. Das ist aber, glaube ich, auch mal ganz interessant, das zu sehen hier. Genau, auf jeden Fall. Wir befinden uns jetzt genau unterm Fahrpult. Hier zu unserer linken Seite befindet sich eigentlich alles, was mit Licht, Moving Heads und so weiter, also alles, was die Beleuchtung betrifft, befindet sich hier auf der linken Seite. Ist natürlich jetzt hier auf dem Hamburger Dom auch extrem viel. Wenn wir auf kleineren Plätzen stehen, dann sind es nicht ganz so viele Kabel, da wird etwas weniger angebaut. Und zu unserer rechten Seite auch nochmal jede Menge an Kabeln. Auf dem rechten Teil befindet sich eigentlich alles, was überhaupt mit dem Dancer, also Fahranlage. Das ist komplett Fahranlage. Stromanschluss und so weiter, das befindet sich alles hier auf der rechten Seite. Da kann man auch ganz gut sehen, hier oben wird dann alles eingesteckt. Ein Teil ist da auf der rechten Seite auch noch von der Musikanlage. Ja, stimmt, da sieht man, da sind genau, hier sind auch noch Kabel, ne? Hier sind zum Beispiel auch noch zwei Kabel, das ist für die Moving Heads. Ich weiß gar nicht, sieht man das? Da seht ihr was blinken? Genau. Die blinken gut, ne? Mhm. Die Moving Heads laufen alle über Funk, brauchen natürlich auch erstmal ein Signal, das befindet sich auch hier. Ja, von hier geht sozusagen das Ganze los. Ja, ich glaube, da braucht man noch ein bisschen, bis man das drauf hat, ne? Bis auf man weiß, Fall. Wo man was einstecken muss. Oder? Auf jeden Fall. Ich sehe, die sind alle beschriftet, ne? Ja. Aber ich glaube, wenn du das zum ersten Mal machen musst, dann, dann brauchst du wahrscheinlich Tage, um das Geschäft das erste Mal zu verdrahten, wenn ich weiß, wo was hinkommt. Ja. Genau. Ja, wirklich interessant, ja. Gut, ich würde sagen, dann ziehen wir mal wieder weiter über das Geschäft. Wir haben jetzt einmal wieder die Technik verlassen, sozusagen von unten. Und mir ist aufgefallen, Lukas, das Geschäft, das sieht ja auch von hinten wirklich imposant aus. Ne? Das ist ja wirklich bis ins kleinste Detail, würde ich sagen, durchthematisiert, durchdekoriert. Auf jeden Fall. Und man sieht auch die mit den neuen Planen, ne, mit dem Silberrot, das sieht gut aus. Ja. Und was sind oben da noch die Verbindungen, die man da sieht? Genau, das sind die Kabel. Das haben wir jetzt auch in der Wintersaison zum Beispiel alles neu gemacht. Man kann sehen, da oben sind jetzt so Steckverbindungen. Das ist, dass die Schrift zum Beispiel Strom bekommt. Mhm. Und vorher war es halt so, da stand einer oben und musste mit dem Seil dann immer den Stromverteiler hochziehen. Das ist jetzt dementsprechend auch vorbei. Wir haben jetzt oben und unten an unseren Hauptmästen Steckverbindungen, wo wir den Strom dann einfach einstecken können. Das macht das Ganze beim Aufbau natürlich auch wesentlich leichter, weil man da nicht mehr mit so viel Kabel drum hantieren muss. Ja, super. Genau. Wir haben die ganze Rückwand von hinten natürlich auch versucht, so gut wie es geht zu thematisieren, gerade wenn wir mal auf einem Stadtfest stehen, dass das von hinten auch dementsprechend ansprechend auch aussieht. Ihr könnt hinten auch die kleinen Details sehen. Hamburger Dom, Domdancer, die ganzen Sterne. Die ganzen Sterne, die Plan hattest du schon erwähnt, die sind jetzt auch in der Wintersaison neu gekommen. Ja, also wirklich viele Applikationen drauf, ne? und super durchthematisiert. Ne? Ja. Mir noch aufgefallen ist, das ist ja wirklich alles durchdacht hier, ne? Und gut strukturiert. Ich sehe, jetzt sind ja auch schon wieder Zahlen drauf. Ne? Was sehen wir jetzt hier hinter genau, dir? Hinter uns befinden sich jetzt die Packkörbe. Hier kann man das auch ganz gut sehen, das ist alles genau durchnummeriert, da sind die Böcke drauf verladen und die Zahlen, die ihr jetzt hier seht, die sind dementsprechend dann auf den Böcken drauf. Wir haben da ganz besonders darauf geachtet, dass das natürlich möglichst einfach ist für die Leute, die das abbauen und natürlich auch, dass das alles möglichst schnell geht und so, dass alles genau den richtigen Platz hat, deswegen haben wir das alles durchnummeriert. Durchnummeriert dann, ja. Dann, ne? Steht dann, ja. Ja. Alles klar, Lukas. Ja, war super interessant und ich würde sagen, wir ziehen jetzt mal wieder nach oben, genau. Lukas. So machen wir das. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, ihr habt jetzt schon jede Menge Technik unterm Geschäft gesehen. Und den Robert, den habt ihr eben auch schon am Anfang gesehen. Ja, und Robert, jetzt sind wir sozusagen hier am Herzstück von deinem Geschäft, im Domdancer. Ne? Mhm. Und was macht eigentlich für dich der Domdancer aus? Tja, der Domdancer
Das ist mein Lebenswerk. Ja, gebe ich alles, was ich habe. Das ist so mein Baby. Und ich hoffe, das bleibt auch eine ganze Weile so. Ne? Also, ja. Wie bist du dazu gekommen? Du hast das Geschäft, glaube ich, irgendwann übernommen, ne? Ja, das ist ja halt so in der Schaustellerbranche. Dann hört man ja, oh, der will das verkaufen, der will dies verkaufen. Und eines Tages sind wir an der Familie Rüth rangetreten und sind in den Verhandlungen gegangen. Das war 2015. Und 2016 bin ich dann in den Betrieb mit eingestiegen und seitdem kümmere ich mich um den Domdänzer. War wahrscheinlich damals so ein Kindheitstraum, oder? Habt ihr vorher auch schon Fahrgeschäfte gehabt? Ja, wir hatten früher, seitdem ich 18 bin, haben wir einen Scheibenwischer. Mhm. Der ist auch immer noch im Familienbesitz. Und ja, als wir dann den Breakdance gekauft haben, hat sich meine Frau viele Jahre um den Scheibenwischer mehr oder weniger in der Betreibung gekümmert. Und ich glaube, während Corona, seitdem kümmert mein Schwager und meine Schwester sich darum. Ja. 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 Ich glaube, so ein Breakdance ist nochmal eine ganz andere Sache. Ne? Das ist, ich glaube, es ist ein besonderes Erlebnis. Also ich muss sagen, für mich als Kirmesbesucher, ne, Polyp und Breakdance ist so immer meine erste Wahl, wenn ich irgendwo bin. Und ich merke an den Videos, die Leute, die wollen einfach Breakdance fahren. Und das ist jetzt tatsächlich die erste Runde, die jetzt hier startet. Ja, heute, ne? Es geht gleich los. Wir dürfen um 15 Uhr die Musik anmachen. Wir dürften jetzt auch schon fahren. Mhm. Aber ab 15 Uhr erst mit Musik. Ja, das fehlt, das gehört auch dazu, ne? Weil ja. Ansonsten fehlt da ein Stück weit das Erlebnis dann. Ne? Ja, jetzt warten wir noch einen Moment und dann geht es gleich ab. Ne? Und mal gucken, dass das Wetter heute ja, Wetter war ja grausam. Ein bisschen hinhaut. Ja. Wie war es letzte Woche gewesen hier bei euch? Das Wetter ist halt sehr blöde im Moment. Ne? Ja. Ja, das stimmt, das ist wirklich. Also, ich hoffe auch, dass es besser ist. Ich war gestern in Bremen und in Bremen war eigentlich, es ging nachmittags gut, aber dann kurz vom Feuerwerk, halbe Stunde vorher, ging es leider auch mit Regen dann los. Dann, ne? Robert, was mir noch aufgefallen ist tatsächlich, dass die Schaltschränke umgekehrt sind. Mir ist es insbesondere aufgefallen, als hier Volt und Amperemeter. Normalerweise ist es immer im letzten Schaltschrank. Ne? Was hier passiert, dass das bei euch quasi am Anfang steht. Es liegt daran, dass die Familie Rüth damals den Breakdance bestellt hat ohne Beleuchtung, nur im fahrtüchtigen Zustand. Mhm. Und die Beleuchtung hat die Firma Kairis Koch verbaut. Und dann hat man sich wohl entschieden, dass man die Fahranlage hier nach links setzt, dass die anderen Herrschaften da rechts ordentlich Platz zum Arbeiten haben. Ja. Das ist wohl der Grund. Ja, und es hat doch technisch viel geändert. Lukas hat mir eben erklärt, Mensch, unten drunter gibt es jetzt einiges, was im Rahmen der DIN 13814 geändert werden müsste. Ne? Und im Rahmen dessen musste wahrscheinlich auch hier drin einiges umgerüstet werden. Ja, ja, oder? Wir mussten ja die 13814 nun erfüllen. Und da ist hier einiges passiert diesen Winter. Wir hatten das Karussell bei uns in der Halle aufgebaut. Und ja, die Typox davor, dahinter, zwischendrin, überall musste irgendwas Sicherheitsrelevantes eingebaut werden, dass wir halt auch die DIN erfüllen. Das haben wir auch geschafft. Das Karussell ist mängelfrei abgenommen worden. Und ja, nun sind wir hier und sind auch froh, dass wir auch diesen Step hinter uns haben. Ja, das glaube ich. Und ich habe gesehen, es gibt jetzt auch die Überwachung, ne? Drehzahlüberwachung. Wie war das vorher? Da muss auch vorher eine gewisse Begrenzung drin gewesen sein. Wie unterscheidet sich jetzt so die aktuelle Drehzahlüberwachung nach der DIN 13814 zu dem, wie es vorher war? Ja, in ganz kurzen Sätzen. Wir hatten immer eine Drehzahlüberwachung, aber nur eine einfache. Jetzt ist es eine doppelte und jetzt ist es eine Drehrichtungserkennung noch mit eingeschliffen. Weil der TÜV sagt, ja, das könnt ihr ja auch rückwärts fahren, das Karussell, und das wollen wir halt nicht. Ja, das sind halt so ein paar kleine Dinge, die dazwischen gebaut worden sind halt. Ja. Und daraufhin sind alle Kästen neu bekommen, weil wir da auch mehr Platz für brauchen. Ja, und ich habe jetzt schon über die 13 nach 14 habe ich schon oft immer jetzt viel gesagt. Wie ist es eigentlich, bis wann musst du die erfüllt sein? Ja, da hatte man jetzt kein richtiges Datum, aber der TÜV hat halt immer gedrängt. Jungs, ihr müsst jetzt mal in die Potten kommen. Mhm. Ja,
Und nun haben wir uns dazu entschieden. Gab große Probleme, Lieferschwierigkeiten und ja, das ist alles nicht so einfach gewesen, aber wir haben es hingekriegt. Ja. Ja, das ist gut. Also Sicherheit macht viel aus, ne? Ja, das ist natürlich sehr wichtig. Ist natürlich auch das Wichtigste von so einer Geschichte. Ja. Ja. Wir haben jetzt kurz vor Öffnung der Tore, ne? Es sind, glaube ich, 14.59 Uhr. Und ich sehe gerade, meine Uhr geht falsch hier. Das ist eine digitale Uhr. Meine hat schon 7 nach. Und deine sagt 14.59, eine Minute bis zum Start. Dann würde ich sagen, dann schwinge ich mich jetzt mal mit hier auf die erste Fahrt drauf. Mach das. Und bin mal gespannt, wie du den Domdancer betreibst, ja. Okay. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann wünsche ich dir eine gute Fahrt. Ja, danke schön. Die erste Runde hinter mir. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Sehr schön. Du wolltest mir sagen, warum? Na? Ich hab dir ja gesagt, dass ich gerne Polyp fahre, ne? Ja. Ich hab dir gesagt, dass ich gerne einen Polyp von Marvin fahre, ne? Und ja. Ich weiß, ob ihr beide euch kennt. Nein. Wenn nicht, solltet ihr beide euch kennenlernen. Weil ich glaube, ihr habt beide genauso viel Spaß am Karussell mit rein, weil ich weiß nicht, was es ist. Alles ab, nehmen wir damit. Ich weiß nicht, was es ist, Robert, aber euer Fahrprogramm ist einzigartig. Also auch jetzt nach der ersten Runde, oder wir schon zwei jetzt gemacht haben, aber du betreibst das echt anderes und anderes. Kannst du jetzt schon sagen, auch du nutzt den jetzt, können wir technisch werden, aber du nutzt teilweise auch sozusagen die Anlauf, richtig gut, um da nochmal ein bisschen extra Wumms rauszuholen. Und ich muss sagen, das ist echt Wahnsinn. Jede Fahrt ist ja individuell und jeder betreibt sein Karussell
so wie er meint, wie es am besten ist. Ne? Ja, das ist auch so, ja. Ihr zwei Hübschen habt aber hier heute die Logenplätze, wa? Ja, mit eingebauter Sitzheizung, ja, wa? Gibt's ja gar nicht. Wie hast du das damals gemacht? Dass du hast ja irgendwann den Breakdance sozusagen übernommen, ne? Ja. Dann hast du einfach wahrscheinlich, hast du einfach rangesetzt oder hast du dann einfach so, jetzt fang ich mal an, hier mit dem Boden zu spielen und probier mal ein Gefühl zu bekommen? Naja, das ist ja nicht so kompliziert und das lernt man natürlich im Laufe der Zeit, ne? Wie Autofahren. Ja. Das kann man mal ein bisschen besser und irgendwann hast du es drauf. Das drauf, ne? Ja. Alles ab und es geht los hier, ready for take-off. Und dann geht's. Wie bist du eigentlich zum Wacken-Gondel gekommen? Mein Bruder, der ist ja nicht hier so Wacken-Fan. Naja, Wacken ist ja von hier, von Hamburg, ich sag mal, wenn du gut durchkommst, 50 Minuten entfernt. Ja. Und von dem Vorbesitzer, der Sohn, der ist eingefleischter Wacken-Fan. Das hat der Vorbesitzer schon so gehabt. Alles klar. Alles ab vorne, jetzt die Balance hier. Here we go! Ja. Und so sind wir auf Wacken gekommen. Ne? Und immer wenn Wacken Open Air ist im Sommer, sind wir ja hier auf dem Sommerdom. Und wenn Abreisetag ist von Wacken, kommen ganz viele hier auch auf dem Dom vorbei. Bestimmt nicht nur wegen unserer Wacken-Gondel, aber du triffst hier welche. Ja, ich auch. Ich muss auf jeden Fall mal zum Sommerdom hier wieder zurückkommen, in hoffentlich deutlich wärmeren Temperaturen. Noch ja. Lange sind 5-10 Grad, oder? Irgendwie so. Und ist das kalter, ekliger Regen. Aber weißt du, was das Geile ist? Du hast den Laden aufgemacht und beide, oder alle Fahrten, das ist glaube ich die dritte oder vierte Fahrt, alle Fahrten waren direkt voll ausgelöst. Soll ich dazu sagen? Die Qualität setzt sich durch. Das ist so, ja. Hamburg, seid ihr noch gut drauf hier? War das jetzt für dich der erste Platz? Ja. Und ihr seid, wo seid ihr sonst? Wo können die Zuschauer euch sonst sehen? Ja, wir sind hier ja im norddeutschen Raum unterwegs. Von hier aus fahren wir jetzt nach Bremerhaven. Dann fahren wir nach Cuxhaven, Neukloster, Pfingstmarkt. Dann sind wir auf dem Airbeat One. Das ist einer der größten Musikfestivals hier in der Region. Neustadt Glewe. Und ja, dann sind wir schon wieder auf dem Sommerdom. Ja, Wahnsinn. Weißt du schon mal, der ist der Sommerdom? Also ich glaube, der Sommerdom fängt an. Nenn es mal ein. Blende es nur ein, weil er anfängt. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Aber Ende Juli irgendwie. Das letzte Wochenende im Juli ist es meiner Meinung nach. Ja. Na los, hey, könnt ihr nochmal? Hast du eigentlich auch schon mal, ich stelle die Frage auch mal relativ oft, hast du schon mal einen Prominenter hier mitgebracht? Schon mal. Hier kommen jeden Tag welche. Ja? Naja, zum Beispiel 187 Straßenbande, die kommen ja hier aus Hamburg. Da ist eigentlich fast jeden Tag einer hier von denen. Ja. Sehr viele Promis hier aus Hamburg fahren immer gerne, unter anderem den Dschungelkönig Philipp. Der fährt irgendwie jedes Wochenende einmal hier. Neulich war er auch mit dem letzten Bachelor hier. Also ab und an trifft man schon mal jemanden. Ja, das ist cool. Könnt ihr noch mal? Und hast du auch schon mal hier einen Heiratsantrag? Ja, öfter schon. Wie läuft das dann ab? Das wollen die manchmal das Mikrofon haben oder das ist ja halt auch so über Generationen. Ja. Es gibt ja Menschen, die haben sich hier vor 15 Jahren mal dran kennengelernt oder dann kommt hier auf einmal ein Ehepaar hoch mit ihren Kindern. Die haben sich dann in den 90ern hier kennengelernt. Ja. Das ist natürlich schon was. Ne? Ja, das stimmt. Wollt ihr nochmal? Weil das halt seit über 30 Jahren auch fast immer hier an einem und denselben Fleck auf dem Hamburger Dom steht das Karussell. Ne? Ja. Ja, die steht ja wirklich voll hier. Ne? Gerade heute im Stadion war natürlich auch optimal hier. Ne? Ja. Na los, hey, letzte Runde los, hey, Finale. Merkst du eigentlich, ob die gewinnen oder verlieren? Das merkt man schon, weil wenn die verlieren, dann sind die ganz schön down und manchmal ganz schön wütend. Okay, kommt, aber fahren trotzdem dann. Ja, das kommt auch immer drauf an, ne? Wenn die
Wenn die traurig sind, dann haben die nicht so viel Bock zu fahren. Das stimmt ja, aber hier könnte ich die gute Laune sozusagen zurückholen. Ja. Ja, Robert, ich würde sagen, ich gucke mir jetzt eine andere Sonne auf dem Boden zu entdecken. Geil! Immer! Typische Kunde. Ja. Hast du eigentlich schon einen Tipp für Mittagessen, wo man hier hingehen sollte? Hier auf dem Dom oder hier in Hamburg? Nee, auf dem Dom. Da kannst du da zur Schaus Grill da vorne rechts gehen. Schaus Grill? Da gibt es ein leckeres Steak. Alles klar, dann werde ich schon mal vorbeigehen. Und wir sehen uns heute Abend wieder. Und dann bin ich mal gespannt, weil abends, das muss ja legendär sein. Ne? Mit dem DJ, ihr habt hinten den DJ. Ja. Ich dabei, ne? Der ist auch schon viele, viele Jahre hier. Länger wie ich. Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe keine Vorstellung. Habe ich das jetzt auf der Kirmes noch nicht gesehen? Alles haben die immer noch mit? Habe ich das auf der Kirmes noch nicht gesehen? Also von daher, ja. Auch nochmal was ganz Besonderes an. Ne? Alles klar, Robert. Dann würde ich sagen, bis später. Hau rein. Sehen wir uns gleich wieder. Ne? Viel Spaß. Alles klar. Bis später. Lukas, wir sind jetzt sozusagen mitten in der Party Miley angekommen. Ne? Und dann merken wir jetzt ein bisschen richtig Remi-Demi an dem Laden oder an der Platte. Ne? Und dann merken wir, Robert muss sich immer mehr jetzt hier an Sicherheitshinweisen raus. Auf jeden Fall. Ne? Also wir haben den Vollbetrieb jetzt aufgenommen. Die Platte fühlt sich im oberen Bereich natürlich jetzt auch extrem. Und ja, das ist das, was das viele hier halt auch auf dem Dom ausmacht. Eine volle Platte ist immer wieder einzigartig. Hier wird abends richtig Party gemacht. Und ja, immer wieder ein tolles Feeling. Ja, ich finde auch. Und dann merkt man auch, so eine Rückwand gehört einfach dazu, um dieses Mittendrin-Erlebnis dann auch ja zu haben. Ne? Das ist doch einfach das, wo ich immer sage, Mensch, das ist das, was ein Breakdance ausmacht. Ne? Und die Stimmung ist hier Wahnsinn. Ihr blendet euch das immer mal wieder jetzt hier ein hier. Und Lukas, wir machen jetzt gleich immer eine Fahrt hier. Auf jeden Fall. Nehmen wir die Partystimmung mit. Ja, und der DJ ist jetzt auch aktiv, oder? Auf jeden Fall. Und der DJ Felix gibt auch schon richtig Gas. Ihr hört das im Hintergrund. Der dreht hier immer ordentlich auf und das macht richtig Spaß. Ich glaube, den sagen wir jetzt auch mal hallo, oder? Auf jeden Fall. Alles klar. Dann nehmen wir euch mal mit hier. Wir sitzen jetzt hier bei DJ Felix. Hi, moin. Felix. Grüß dich. Hallo René, freue mich, dass du hier bist. Ja, freue mich auch mal bei dir zu sein. Endlich mal zu Gast bauen. Ja, genau. Ich habe gehört, du bist ja sozusagen so eine Legende hier schon im Geschäft. Also oder? Legendär ist der Domdancer. Ich bin keine Legende. Ich bin halt nur DJ hier schon seit 12 Jahren jetzt. Damals auf der Hans-Werner-Süd habe ich angefangen. Ja. Ja, ich bin schon immer hier geblieben, ne? Ja, ist cool. Ich glaube, eine bessere Bühne als hier kann man gar nicht haben. Nee, ich mag das nicht. Ich liebe den Job hier. Ja, ich mag das. Du hast hier immer wieder Menschen drumherum. Ja, natürlich. Und es macht auch so ein ganz besonderes Erlebnis, dass es halt der einzige Breaker halt ist, der DJ hat. Der und, mein, DJ hat ne? Und mein Chef hat mir halt meine Logos hier überall hingemacht und so. Also mein Chef ist der Beste. Also ich bin froh, dass er mein neuer Chef ist. Ich glaube, er ist auch ein bisschen glücklich mit mir. Ja, ich glaube, ich habe den Robert, der ist auch kennengelernt, muss sagen, das Geschäft ist so eine gute Leidenschaft. Ist. Ja, das ist ja echt unglaublich. Das ist auch wunderschön, wenn du das in die ganzen Moving Heads siehst und so mit den Umgang und hey, das ist schon wahr. Das ist halt das geilste Teil weit und breit. Ne? Und Robert setzt da so viel Mühe. Also Robert, das ist sein Schweiß und Blut. Ja, super, ne? Ja. Und Felix, wenn du 12 Jahre dabei bist, ja, hast du bestimmt auch schon viele tolle Sachen erlebt, oder? Ich habe viele tolle Sachen erlebt, ja. Viele Fahrten, unzählige Fahrten. Ja. Unzählige Veränderungen. Wir hatten früher eine andere Rückwand. Ja. Da war der Hans-Werner Rüdnau, da hat er die Rückwand einfach geändert. Wir hatten andere Zugmaschinen, wir hatten alles anders. Das gibt, also, das ist besonders, wenn Robert da ist, es gibt nur noch Neuerung. Also, ist dir was in Erinnerung heute, was du sagst, das ist das Erlebnis oder das Schlüsselerlebnis? Das Schlüsselerlebnis? Das Schlüsselerlebnis war, das ist ein bisschen böse, aber es war damals, da bin ich zu Hans-Werner Rüdt gegangen, habe gesagt, ich möchte hier gerne mal auflegen. Er hat gesagt, ja, probier's aus. Und er hatte eigentlich seinen festen DJ. Dann war ich einen Tag hier mit meinem Kumpel Steven. Soll ich kurz ein bisschen kurz gerade Mut? Ja. Teilweise noch Musik machen. War ich mit meinem Kumpel Steven hier, haben wir Musik gemacht und Hans-Werner hat den anderen Reich rausgeschmissen. Und seitdem bist du hier. Seitdem bin ich hier, ja. Und apropos Musik, ne? Letztes Jahr war ja Laila oder bei uns im Rheinland, die wahrscheinlich auch. Ja. Laila hier der absolute Party. Den musste ich heute einmal spielen wie ein Junggesellenabschied. Das ist so eine Dame, so ein Zettel abgegeben.
gegeben, damit sie keine kurze trinken muss. Dann soll ich Laila spielen, habe ich für sie gemacht. Ja. Aber sonst habe ich Laila schon lange nicht mehr gespielt. Willst du Laila hören? Soll ich Laila anmachen? Mach ich für dich. Ja, das stimmt. Wie ist eigentlich der Song angekommen hier von DJ, von Schmitty Extreme mit Leonie? Ich spiele eigentlich, wir sind hier halt, also es kommt, nein, das ist halt, ich bin ein Club-DJ, ich lege ja sonst auch auf dem Kiez auf den Club und seit 20 Jahren sogar schon und ich bringe es halt vom Club auf den Dom, auf den Dancer. Ich bin halt kein Malle-DJ, kein Ballermann-DJ, mache halt meine Hausmusik, meine Hardstyle-Musik, das was hier gewünscht wird, das was die Leute anfasst. Und das macht Spaß, ne? Das macht Spaß, natürlich. Apropos Musik, wir hören hier gerade Leonie, ne? Leonie macht das jetzt super Musik. Und was siehst du denn dieses Jahr als Trend bis jetzt? Gibt es schon einen Trend, wo man sagen kann, dass die Musik hier anfängt oder könnte der Sommerhit werden? Die Sommerhits auf jeden Fall. Gollum hat zwei gute Sachen gemacht. Er hat einmal neuen Remix von Rhythm is the Dancer gemacht. Ja. Und ein Remix von mit Chico von Bad Boys. Ja. Die beiden, die sehe ich sehr. Das hat sehr großes Potenzial. Ja. Und sonst halt, ich gehe halt nach der Menge so. Ja. Ich habe halt so ein Allgemeingehör. Momentan läuft das ganz gut, wenn man halt so einen alten R&B-Klassiker hat, die wieder neu aufgenommen wurden, wie irgendwelche Sachen von Sean Paul oder sowas. Sowas läuft momentan sehr, sehr gut, wo man halt mitsingen kann. Und halt die 2000er, das ist ja halt auch jetzt, was die Leute jetzt hören wollen, sind die 2000er, was für uns beide früher die 80er waren. Ja, sind die Leute jetzt die 2000er, halt wieder Sean Paul, Tidal Cruz. Die guten alten Sachen. Ja, Felix. Da bin ich mal gespannt hier. Der Laden ist schon wieder voll. Man kann ja schon fast nichts mehr sehen hier voll außer Das macht mich auch mal sehr stolz. Ja, ne, oder? Ist die Frage, wer es dann ist. Ne? Ist es die Reko oder ist die Felix? Ich glaube, also Robert und ich ist das perfekte Team. Also wir spielen halt auch, ich spiele auf seine Fahrten. Ja. Wenn er jetzt anfängt zu bremsen oder er hört an meiner Musik, dass sie bald zu Ende ist, fängt er an zu bremsen. Ja. Dann mache ich das nächste Lied rein. Das läuft dann so lange, bis er lädt. Und wenn er wieder losfährt, kriegt er wieder ein neues Lied. Deswegen manchmal spiele ich in der Stunde über 80, 90 Lieder. Weil ich die alle so schnell rausknalle, weil halt nach den Fahrten wechseln. Und das macht das halt auch, glaube ich, aus, dass Robert noch nicht so gut ist. Das ist halt wirklich ein Team, ne? Und der Robert, der ist wirklich echt mega. Ne? Also wie der Robert ist der beste Chef. Wie er das Chef betreibt. Ja, auch wie schön er es gemacht hat. Ja. Ist unglaublich. Echt unglaublich. Also nach dem Aufenthalt, muss ich sagen, ist auch aus meiner Sicht der beste Betriebsbreaker. Einfach der Kombi mit dem DJ, dann mit Robert. Robert, was du immer siehst, hat jetzt die ganzen Bleche neu gemacht. Oben die Lichtleisten, die Moving Heads. Also Robert, das ist sein Leben. Ja. Also er liebt das Fahrgeschäft und das sieht man auch. Ja, auch wenn es vorher schon schön war, er macht es trotzdem noch mal schöner. Ja, und auch von der Art her, ne? Der hat diese Robert kann auch richtig gut rekommandieren. Kann auf jeden Fall. Ja, Felix, aber vielleicht kannst du was sagen, wo man dich sonst sehen kann. Wenn du noch mich kann man sonst sehen in der Meuterei zum Beispiel, im Motherfucker, das sind zwei Clubs hier in Hamburg. Im Quer, das ist auch ein Club hier in Hamburg. Im Levels, das ist ein Club in Quickborn. Ja. Da sieht man mich sonst noch. Ja, sonst, wenn Domzeit ist, dann müssen die leider auf mich warten. Dann bin ich halt hier, das wissen die aber auch. Und die hast du, glaube ich, die beste Bühne, die wir haben. Auf jeden Fall. Felix, ich habe mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Gerne. Vielen Dank, dass du hier warst. Ich wünsche dir noch weitere 20 Jahre am Domdancer hier. Die schaffe ich bestimmt. So ein Breakdance einfach so zeitlos, weißt du? Ja, das ist auf jeden Fall zeitlos. Genau. Und vor allem wird er ja auch nicht älter, weil es immer wieder neu gemacht wird. Ja, das soll man. Ja, und ich würde sagen, wir ziehen mal wieder raus jetzt auf die Platte. Vielen Dank. Und drehen noch eine Runde. Mach's gut, bis dahin. Das war das Interview mit Felix. Und ihr seht gerade die Kombination aus der einzigartigen Reko von Robert. Dann in Kombination mit DJ Felix, den Moving Heads oder generell dem gesamten Lichtbild, dann der super mega Stimmung am Domdancer, machen es wirklich zu einem einzigartigen Erlebnis. Ihr bekommt jetzt noch eine Showfahrt vom Domdancer gezeigt und dann geht so langsam, aber sicher unsere Reportage zu Ende. Ich hoffe, ihr habt viele spannende Eindrücke bekommen und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Showfahrt.
Bewohner, hört mir zu. Genau jetzt startet eine neue Challenge. Oh, hier vorne die Kasse frei. Teilnehmen muss. Ihr habt nur begrenzt Zeit. Aufpassen hier. Wer sich widersetzt, wird hart bestraft. Die Challenge beginnt. Hebt jetzt alle die Hände nach oben und klatscht im Takt. Los geht's. So langsam neigt sich der Tag dem Ende zu. Und ich muss sagen, Lukas, ich habe hier eine ganze Menge erlebt bei euch heute. Ja, ich glaube, wir haben auch eine Menge gesehen. Ja, vor allem, was hier los ist. Ne? Also, wir finden euch das mal ein hier. Draußen ist wirklich die Hölle los. Ja, wir sind immer noch im vollen Betrieb. Ja, im Prinzip voll. Wenn man ehrlich ist, eigentlich zwischen 80% und 150% von 3 Uhr an, wo ihr aufgemacht habt. Ne? Hier war immer echt Action. Und ich glaube, jetzt ist auch ein guter Moment, auch eure Social-Media-Kanäle bzw. auf deinen Social-Media-Kanal hinzuweisen, ne? Genau, also wir sind auf Social Media echt breit vertreten, sei es Instagram, Facebook, TikTok. Ja, wer da Interesse hat, mal ein bisschen auch hinter die Kulissen noch zu schauen. Sprich Aufbau, Abbau, auch der ganze Mittelbau, also die ganze Restauration haben wir da auch mitgefilmt. Einfach mal bei TikTok Domdance eingeben. Und ja, ich habe ja selber auch ein Fahrgeschäft, einen Scheibenwischer, den wir da restaurieren. Wer da Interesse hat, mal vorbeizuschauen, Lukas Gessmann mal bei TikTok eingeben und dann kann man da auch mal vorbeischauen. Und ja. Ja, und Lukas, weißt du was? Du machst das inzwischen echt gut. Also, ja, vielen Dank. Wenn ich da vorbeischaue, und ich schaue mir das auch selber immer regelmäßig an, ja, weil es super spannend, welche Einblicke du auch selber da privat gibst, ja, ne? Auch mit dem, was du da gerade vorhast, mit dem Scheibenwischer. Ja, wir machen das alle wirklich mit Herzblut und ja, stecken auch viel Zeit rein. Und da versuchen wir natürlich, es gibt auch viele Dom-Fans, Dancer-Fans, denen möglichst viel Einblick zu zeigen. Das stimmt, ja. Ja, Lukas, so langsam neigt sich für mich hier auch bei euch das Ganze zum Ende. Wir sehen uns jetzt einmal wieder draußen mit Robert Rasch zur Verabschiedung. Und ich sage auch schon mal hier herzlichen Dank. Vielen Dank, dass du da warst. Lukas, ich habe mir viel, viel Freude bereitet. Und ja, wir sehen uns jetzt nochmal draußen.
auch der schönste Aufenthalt geht mal zu Ende, so auch für mich hier am Domdancer von Robert Rasch. Ja, Robert, einmal vielen herzlichen Dank, dass du uns hier die Einblicke gegeben hast. Und auch natürlich an dich, Lukas. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Hat mir super viel Spaß gemacht. Schön, dass du hier warst. Und das ist wirklich ein einzigartiges Geschäft, was ihr hier habt. Ne? Ja. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und auch in Zukunft wieder einschaltet, wenn es heißt Giant Fun Blog. Bleibt gesund, bis dahin, euer René.